Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 5 in einer neuen Folge. Ja, und wie es aussieht, sind wir mit Galuff jetzt allein unterwegs, was gut ist, weil er ist ja der kampfige Kampfmönch. Und wir haben 15 Kisten. Ja, es ist halt jetzt schwierig. Ich habe keine Ahnung, wo wir überall hinkommen, ohne dass wir hier... Oh, das ist ja praktisch ein Speicherpunkt. Das ist natürlich ja ganz toll. Und überspeichern wir da mal. So, ich weiß jetzt nicht. Ach, und da sind... Okay. Ja, okay. Gut. Das ist offensichtlich eine sichere Zuflucht. Ja, da oben. Bedeutet, wir gehen jetzt dann mal hier rein. Verschlossen. Verschlossen. Da ist übrigens auf der Karte ein richtig großer gelber Knubbel. Warum auch immer. Weiß man nicht. So, wir gehen nach unten. Oh. Hallo, ich will euch befreien. Ich darf euch nicht befreien. Gibt's ja keine Wachen? Keine Kämpfer? Nichts? Das wundert mich. Das fände ich ja jetzt äußerst merkwürdig. Und vor allem, was ist da? Ah doch, Kämpfe, war klar. Vier Tarantel. Ach du Scheiße. Ja gut, weißt du was? Treten. Und alle tot. Okay. Boah, da wird Galuff jetzt so richtig aufgepowert, ja, levelmäßig. Boah, ich sehe gerade, Galuff hat über 1000. Ja, Gegenangriff, sehr schön. So. Alles gut. Ja, da wird jetzt richtig die Level nachholen, die er jetzt ja nicht gezogen hat. Ah, das sind schon meine Helden. Oh. Wer ist da? Hallo, ich bin's. Ich bin's, der Galuff. Nimm das. Ich hätte mich vielleicht vorher heilen sollen, wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Genau, Gegenangriff. Und tot. Oder? Nicht? Okay, schade. Gut, dann normale Angriffe. Komm, ich kann eh nur das machen. Wie kann das sein? Tja, das muss es eben gewesen sein. Genug eingesteckt für heute. Nächstes Mal zeige ich's dir. Aber was ist denn er für ein Typ? Alter. So ein Feigling. Galuff! Ey, schön durchhalten. Ich hole dich da in 0, komm nichts raus. Danke, alter Mann. Tut uns leid, dass wir Ihren Plan vermasselt haben. Wir wollten doch nur... Schon gut. Zum Ruhigen ist später noch Zeit. Erst einmal müssen wir hier lebend rauskommen. Hui. Ja, schön. Und einmal bepauscht. Ja, wir bepauschen uns mal. So, und jetzt ist die Frage, sind da Kisten? Habe ich den Geheimgangfeinde eigentlich noch an? Müsste ich ja eigentlich noch drinnen haben, oder? Oh, warum haben wir hier eigentlich... Achso, weil wir nichts Gescheites haben. Er hätte eigentlich LP plus 20. Was ist Kraft? Sammelt Kraft für einen Angriff mit doppeltem Attackewert. Oh. Stellt mit heilenden Kräften LP wieder her und kariert die Zustände Gift und Blind. Na komm, dann machen wir LP plus 20. Also Mönch ist offensichtlich richtig gut. Ja, das machen wir mal. So. Magie, Barriere und... Okay, wir haben Gänge finden noch drin. Wobei, wir müssen jetzt dann echt auch mal die Jobs wechseln, glaube ich. Jetzt wäre es mal wieder an der Zeit. Da kommen alle auf Angriff, hätte ich gesagt. So, okay. Schön, dass wir da dauernd Potions finden. So, das bedeutet aber, dass wir hier... Boah. Oh, ein Kerkerbär. Ach, guck mal, wie süß. Ein Kerkerbär. Ja gut, der schlägt ganz schön hart zu. Ich voll heftig. Aber er ist tot. Okay. So, jetzt muss ich aber Potions nehmen. Nicht, dass ich auf einmal keine Potions mehr tragen kann. Das wäre natürlich furchtbar. Was für ein Verlust, ne? So. Ups, die sollten uns besser nicht erkennen. Was? Ach, das ist ja lustig. Wop, wop. Ja, wow. Haben uns einfach hier so durchgeschwobbelt. So, komm, wir heilen uns lieber nochmal. Also speichern und heilen und so. Das war jetzt echt gar ein bisschen doof. Also heilen brauche ich mich eigentlich gar nicht. Weil ich bin ja voll. So, ist da jetzt offen? Ja, offensichtlich ist da jetzt offen. Moment. Kann ich da rein? Nö. Okay. Die Weltkarte. Was sind das für Türme? Teufelsfische. Ah, komm. Die halten sich hier nicht viel aus.
Sehen aus wie Silberfische. Nur voll verteufelt. Ja, doch, halten doch ein bisschen was aus. Ih, Mann, Säure. Bin ich da jetzt vergiftet, oder? So, was sind das für seltsame Türme? Ich glaube, ich sollte eventuell über die Brücke, oder? Wäre wahrscheinlich klüger, ne? Ich laufe über die Brücke. Wahrscheinlich, diese Türme werden wahrscheinlich jetzt ein Schutzschild machen, sobald ich über die Brücke drüber laufe, oder? Ein Bäumling! Warum mache ich eigentlich kein Treten mehr? Weiß man nicht so genau, ne? Schattenfeuer! Voll die seltsamen Gegner hier. Gut, wir sind auch in einem seltsamen Gebiet. Bartz ist fast tot. So. Bartz hat eigentlich bei Beschwörung... Jetzt ist wirklich die Frage, ich finde es so schade, dass da das Level nicht dabei steht. Weil Bartz möchte ich auf jeden Fall den Beschwörer bis Stufe 5, damit der dann zumindest die Beschwörungen, die er jetzt hat, dann mit der nächsten Klasse, weil Beschwören ist schon praktisch. Also das würde ich auf jeden Fall gerne weiterhin können. Große Brücke! Hätte vielleicht speichern sollen. Ach komm. Haben wir da? Keine Kisten. Okay. Aber Action-Mucke. Ui. Wir müssen uns unseren Weg durch wahre Monsterhorden bahnen. Also größte Vorsicht ist geboten. Schaffen wir. Oh, Streit wegen. Ich meine, Senfbombe. Ii. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ja, Senfgas ist ja eigentlich ganz böse. Boah, komm, wenn die jetzt bei jedem 300 abziehen, das ist schon böse. Alter. Hätte vielleicht doch speichern sollen. So, einmal treten auf alle. Hier weiß man, die machen wir Vitra. Da zahlt sich auf jeden Fall aus, ne? Weißt du was? Komm, wir haben so viel MP, wir hauen da jetzt einfach Titans raus. Bis zum Umfallen. Und tot. Waren nur 900 MP, EP, das ist nicht viel. So. Oh, noch mehr von denen. Flugkiller, oh. Ja, das ist jetzt blöd, weil Titan bei denen wahrscheinlich dann nichts bringt, oder? Ich hätte mich vielleicht nach dem Kampf heilen sollen. Das ist wieder meine übliche Arroganz, weil ich denke, ist eh alles voll easy. Okay, ist eh alles voll easy. Ist ja wirklich so, ne? Guck mal, hier. Spalt. Und tot. Weißt du was? Achso. Autsch. Autsch. Die sind ja voll... Können ja gar nichts. Oh, die können ja wirklich gar nichts. So. Potion geheile. Muss ich nur aufpassen mit dem Auto-Battle, dass ich nachher nicht umsonst. Gut, zuallererst kommt Dicker Luft. Wahrscheinlich hauen die natürlich haut der eine Senfbombe natürlich. Oh, daneben sogar. Das wundert mich jetzt. So. Naja, gut, komm. Haben wir ein bisschen umsonst geheilt, ist ja kein Thema. Und tot. Easy. Oh, komm schon wieder so ein kleines Stuppi nach. Wie viele von denen kommen denn noch? Und alle tot. Sehr schön. Schneller. Gott sei Dank. Mittelpunkt der Brücke, oder? Oh, huh. Haha, warte mal, wer die ganze Zeit hinter dieser Tür gewartet hat. Richtig, ich. Ihr habt euch ja ganz schön Zeit gelassen. Ich dachte schon, ihr hättet euch unterwegs verlaufen. Aber egal, jetzt geht's rund. Was? Finde ich ja schon ein bisschen fies. Was bildet sich der denn überhaupt ein? Oh, der ist stark. Okay. Das verstehe ich dann natürlich, dass sich der dann schon was einbildet drauf, wenn er stark ist. Aber weißt du was, ich mache Titan. Ja, da hat er dann Pech gehabt, ne? Titan, Gaias Wut. Ja, 1000. Ist okay. Aber die Angriffe sind schon stark, ne? Habe ich schon mal erwähnt, oder? Aber Titan ist auch stark, habe ich auch schon mal erwähnt, ne? Und vor allem Galuff ist auch stark. Daneben. Volltreffer daneben, haha. Passiert, ne? Wenn man arrogant ist und meint, man ist stark. Darf ich nicht sprechen, weil mir passiert es dann auch wieder.
Ich hab mich wohl verschätzt. Hast, oh. Ich hab mich wohl damit übernommen. Brotes. Gegen euch vier anzutreten. Schutz, oh. Ha, vielleicht in euren Träumen. Autsch, was war das? Ziemlich okay. Jetzt müssen wir mal schauen, zaubermäßig habe ich sowas wie ein Barriere-Break oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich schauen. Habe ich da sowas? Nee, habe ich natürlich nicht. Habe ich natürlich nicht, das ist schade. Na gut, wir können auf jeden Fall Galuffen Brotes geben. So, und dann beschwören wir nochmal Titan. Titan! Weil ich glaube, dass der trotzdem noch relativ guten Schaden machen müsste. Naja, so halb, ne? Und er macht aber dafür relativ guten Schaden jetzt mit seinen komischen Sprung-Einlagen. Die gefallen mir nicht so. Ja, gut, aber so halbwegs Schaden machen wir sogar. Wundermittel, was? Was hat er jetzt gemacht? Ich habe Angst, wenn der einfach irgendwas macht, ja? Ja, go, komm. Und wieder Auto-Battle ran. Eieiei, das wird ja immer schlimmer. Aha, daneben, Trottel. Wahrscheinlich gibt sich der zu viel Sachen, bis er irgendwann mal einfach stirbt. Ja. So wie, wenn man sich selbst dauernd irgendwie so Sachen spritzt. In die Muskeln, bis die irgendwann mal explodieren. Ich muss dringend weg, man sieht sich. Ich ziehe mich fürs Erste zurück. Aber ich komme wieder. Ach Gott, das läuft ja schon wieder davon, dieser Feigling. So. Kommen Items, Potions. Und raus da. Natürlich geht das immer weiter. Fischlinge? Was sind das? Fischlinge. Es wird immer schlimmer, hier diese Gegner. Weiß nicht. So, treten einmal gegen alle, dann weiß man, die brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Oh, ich kann... Ich sehe gerade, ich hätte vielleicht ein bisschen sparen sollen. Ja. Mit den MP. Das kann ich mir Titan schon nicht mehr leisten. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch elends viele Kämpfe kommen. Krille! Opa, die Barriere! Vorsicht! Was? Ah, Barriere. Okay, also er macht dann... Ja, ich dachte es mir. Jetzt. Oh. Huh. Was ist jetzt passiert? Wir sind nicht rechtzeitig reingekommen. Oh, oh. Opa! Oh nein. Opa! Oh je. Hoffentlich sind wir noch ein Team. Nicht, dass ich jetzt wieder alleine kämpfe. Ah ja, okay. Gut, wir sind zumindest zu viert. Keine Ahnung, wo es uns jetzt hin verschlagen hat. Irgendeine Ahnung, wo wir sind? Ja, das muss das ganz lang Glossiana sein. Es wimmelt hier nur so von Monstern. War ja klar, dass wir uns an dem Ort landen würden. Super. Galuff, das alles tut mir so leid. Wir sind gekommen, weil wir ihnen helfen wollten. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt, als ich sagte, ihr solltet bleiben, wo ihr seid. Ihr seid mir vielleicht eine Truppe. Aber ich muss auch sagen, es ist schön, euch wiederzusehen. Ja, er freut sich. Ich freue mich auch. Alle sind glücklich. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Moment, einmal kurz gespeichert. Das müsste hier der richtige Slot immer noch sein. Ach du, ja, jetzt sind wir da oben. Und dieses braune Gedöns hier, das ist verbrannte Erde wahrscheinlich oder sowas, oder? Ah, und interessante Berge. Teufelsrochen und Tunnelgräber. Da kommt Zielen. Nicht immer so feste zuhauen. So, komm, Angriff, Angriff und Treten. So, und dann machen wir diesen Auto-Battle, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, wobei, ganz ehrlich, ich glaube, ich kann hier Vita wieder hauptsächlich reinhauen. Weil die hauen schon ganz schön fest zu. Wenn ich mir das so ansehe. Also ganz ehrlich. Komm, wir haben genügend gekauft. Einmal eine kurze Nacht drüber schlafen.
So. Ja, wir sind eigentlich ganz voll. Bis auf die MP nicht ganz vom Bart, aber alles kann man auch nicht haben. So, jetzt ist die Frage, alle Fragen natürlich. Wo ist da was? Teufel, 5 Teufelsrochen, es wird ja immer besser. Ja, ich kann definitiv hier... Soll ich Vitra gleich machen? Komm, ich habe so viel, ich glaube, ich mache gleich Vitra. Oder reicht... Nee, ich glaube, normale Vitra reicht aus. Wie viel halten die? Ach, ja, okay, normale Vita reicht nicht aus. Transfusion, was? Okay. Ich mach ja schon Vitra. Alles gut, so. Gut. Ja, komm, die werden ja... Ja, komm, jetzt machen die sich gegenseitig, buffen die sich jetzt irgendwie... Okay, die haben so einen eigenen Überlebensinstinkt, ja. Solange einer überlebt, ist alles gut. Der hat jetzt 10 Millionen HP, ja, doch nicht. So, habe ich schon mal gesagt, dass ich eigentlich meine Berufe mal wieder ändern wollen würde? Also ich weiß nicht, Faris, der Jäger, ich glaube, bei Faris werde ich mal, der ist jetzt Jägerstufe 2. Machen wir da mal was anderes. Samurai wäre vielleicht mal cool. Tänzer? Oh. Geomant? Weiß ich nicht. Alchemist? Komm, wir machen mal Geomant. Jupp. Und hier Gänge finden. Was ist Geier? Nutzt die Energie der Umgebung für einen Angriff auf den Gegner. Okay. Stummdolch. Ja, komm, schauen wir mal. War zwar jetzt wahrscheinlich die dümmste Idee, das genau jetzt zu machen und... Ja, aber wir haben ein Dorf gefunden. Und zwar das Dorf Regole. Und es gibt keine Kisten hier, ich bin traurig. Das ist die Grenzstadt Regole. Aber es gibt Zauber. Oh, 3 Zaubertypen. So. Ah, Blink und Schutz. Erzeugt ein Trugbild, um den Gegner zu täuschen. Ja, go, kaufen wir alles. Ich nehme die Zauber immer einfach mit. Ne? Saugen absorbiert LP, versteinern, ja. Schwarzmagier könnten wir auch mal machen. So, und da haben wir wahrscheinlich Zeitmagie, oder? Ah, Komet lässt Kometen auf einen Gegner regnen. Gemachka verlangsamt die Zeit für alle Gegner und... Ah ja, dreht die Zeit zum Anfang des Kampfes zurück. Das ist auch interessant. Ja gut, die Zeitzauberer, glaube ich, wären gar nicht mal so doof. Und ich kann... Wer war jetzt eigentlich Zeitzauberer? Paladin, ich glaube eh. Nee, Zeitmagier war dann... Paris war Zeitmagier, oder? Ja, genau. Na, egal. Nur damit wir es wissen, falls wir mal darauf zurückgreifen wollen. Willkommen, womit darf ich dienen? Hast viel Sachen? Ja, komm, kaufen wir das mal. Gut, das war's dann eh. Toll. So, und zwar bekommt das hier. Jupp. Was ist da? Der da führt den Waffenladen. Ja, aber was habe ich da jetzt davon? Der da führt den Rüstungsladen. Wo habe ich meine Schleifchen nur hingetan? Was? Die hat ein Schleifchen? Ja, aber hier ist doch kein verstecktes Schleifchen, oder? Zauberhüte könnte ich... Ich habe wirklich lauter offensichtlich... Komm. Kaufen uns 2 von denen und 2 Geiergewänder. Damit wir auf jeden Fall hier und hier. Ja, und Faris schaut eben einfach leider durch die Röhre. Ne? Hilft nichts. Man kann ihm nicht immer alles haben. Na, sowas aber auch. Nach so vielen Jahren mal wieder Besuch in unserer kleinen Stadt. Ist es wahr, dass Exdev zurückgekehrt ist? Draußen vor der Stadt wimmelt es noch so von Monstern. Ja, das weiß ich. Ich komme von da. Haben ein paar getötet. Itemladen. Oh! Etonis! Wobei Ether eigentlich voll schlecht. Und ich merke gerade, ich habe jetzt fast kein Geld mehr. Kuriert Zombie. Komm ein. Ja, müssen wir 5 zumindest nehmen. Heldencocktail. Erhöht vorübergehend die Stufe, wird über das Kommando trinken benutzt. Was? Moment, ich muss ein paar Sachen verkaufen. Oder soll ich ein paar Sachen verkaufen? Ich weiß gar nicht. Hier Vollmondklinge. Können wir sicher eine verkaufen. Schuriken verkaufe ich nicht.
Mithril-Schilder können wir 4 verkaufen. Wer braucht schon Mithril-Schilder? Glaube, die einen Mithril-Helm nicht mehr brauchen. Also ich schaue zumindest immer, dass ich eins der Items immer behalte. Dunkelbogen? Drachen? Nein, das machen wir nicht. Ich sollte das vielleicht auch sortieren, bevor ich verkaufe, ne? Ja, toll. So, Moment. Nein, nicht wertvoll. Ich möchte da nach Items sortieren. So, was hast du zu verkaufen? High Potions, na endlich. Ja, ganz ehrlich, die normalen Potions, die sind halt echt umsonst, ne? Komm, wir kaufen 24. Und Phönixfedern brauche ich auch wieder welche. Machen wir mal 2, sonst haben wir schon wieder kein Geld mehr. So. Gut. Guck mal in die Bar. In diesem Dorf gibt's keine Tänzerinnen, aber ihr könnt gerne einen Tanz für uns aufs Parkett legen, wenn ihr wollt. Ah, das Zeug geht runter wie nix, mehr davon. Schon mal was von der Carnago-Schale gehört? Macht das Fangen von Monstern eine ganze Ecke leichter, sehr praktisch. Da wird einem ganz warm ums Herz. Wie wäre es mit einem Gläschen von unserem berühmten Selbstgebrannten? Nee, ich will tanzen. Komm, wenn du schon mal auf der Bühne stehst, musst du auch tanzen. Ja, go, machen wir. Das können wir ja ganz gut. Der Sound. Hey, gar nicht mal übel. 100 Gilde halten. Oh, das ist ja so lieb. Ah, da haben wir einen Geheimgang. Ah ja, auf dem Klavier spielen. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Aber wenn das so versteckt ist, muss es was bringen. Spannenderweise im Hinterzimmer, wo es keiner hört. Fortschritte beim Klavierspielen gemacht. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal einen epischen Kampf sparen können, weil ich so gut Klavier spielen kann. Ja. Wer weiß. So. Das Schloss im Süden ist kurzer, das Schloss der Segel. Man hat den Waffen weggesperrt, die vor 1000 Jahren in einen legendären Krieg eingesetzt wurden. In unserer Stadt gibt es den besten selbstgebauten der ganzen Welt. Den müsst ihr probieren. Ja, ich habe leider keinen bekommen. So. Ich werde nicht mehr. Gäste, dass das noch erleben darf. Heute geht alles aufs Haus. Na, das ist cool. Danke. Voll nett. Wobei, das ist jetzt wieder gefährlich. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder eine Nachtsequenz. Oder? Na, natürlich. Eine Nachtsequenz. Und Galuff geht nach draußen. Toll. Jetzt ist er schon wieder weg. Wo ist er? Wo ist Galuff hin? Und er betrinkt sich ganz alleine. Oh, das ist gutes Zeug. Endlich habe ich mal die Gelegenheit, von dem berühmten Regole-Schnaps zu kosten. Brennt sich gut seinem Weg die Kehle runter. Oh, Bart, was machst du jetzt so späte Stunde? Ich konnte nicht schlafen. Komm, schnapp dir einen Stuhl. Galuff, es tut mir leid. Wenn wir nicht aufgekreuzt wären, hättet ihre Truppen es in das Schloss von Exdev geschafft. Ach was, selbst wenn wir reingekommen wären, hätte uns die Barriere ausgelöscht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie schon fertiggestellt ist. Eigentlich sind wir also nur dank euch dem sicheren Tod entronnen. Galuff. Bart, ihr wusstet, dass ihr nicht mehr zurück könnt, wenn ihr erstmal hier seid, aber trotzdem seid ihr gekommen. Warum? Es gibt keinen speziellen Grund. Bart, danke. Nicht doch, lass es jetzt gut sein, Galuff. Mich irritiert immer noch, dass die per sie sind. Ja, das ist irgendwie, das irritiert mich. So, gut. Danke fürs Übernachten. Was haben wir da sonst noch? Ah, da ist recht viel mehr, ist da eh nicht mehr. Haltet euch besser fern von dem Schloss im Süden. Ich habe einen Mokri gesehen, ganz ehrlich, ich schwör's. Ein Mokri? Dieser Lügner behauptet doch glatt, er hätte einen Mokri gesehen. Wie kann man nur so ungeniert Lügen verbreiten? Es heißt, Exdev sei zurückgekehrt. Mit so einer unbedeutenden Stadt wie unserer gibt er sich zum Glück aber sicher nicht ab. Was macht das Schaf? Schaf?
Schaf? Schaf? Schaf? Schaf? Okay. Hätte ja sein können, dass ich da irgendeinen Schafblues lernen kann, aber es gibt ja leider hier nichts. Ja? Keine Items in dieser Stadt. Oh, ich wusste nicht, dass sie da hinten auch wegkam. Ich glaube, ich hab's erledigt. Gut. Aber wie es weitergeht, liebe Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss.